Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns einmal die sogenannte Säure-Base-Definition nach Brønstedt an. Das ist eine der wichtigsten Säure-Base-Definitionen der heutigen Zeit. Wir fangen zunächst damit an, dass wir uns die Definition an sich anschauen und dann die Verbesserungen, die wir durch Arrhenius oder von Arrhenius hierdurch erhalten, Schritt für Schritt in verschiedenen Beispielen, sodass wir wirklich diese ganze Theorie umfassend wirklich dann verstehen können. Deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken, let's go! Ganz zu Anfang vielleicht noch ganz kurz, welche Probleme hatten wir denn bei der Arrhenius-Theorie, sodass diese Definitionen nicht gut genug waren? Zum einen hat er gesagt, dass Säure und Basen immer nur in wässrigen Lösungen vorkommen. Also wir brauchen immer irgendwie Wasser. Was nicht stimmt, werden wir heute sehen. Dann hat er postuliert, dass es immer dieses H+, dieses Proton gibt. Auch das gibt es nicht. Auch das werden wir heute sehen, was dann eigentlich passiert. Und zum anderen hat er nicht sämtliche Säuren und Basen irgendwie abgedeckt, zum Beispiel Ammoniak fehlte. Auch das Beispiel gucken wir uns heute explizit an. Gehen wir also jetzt zu den Definitionen. Zunächst einmal hat er gesagt, Säuren sind Stoffe, die Protonen abgeben. Ja, auch hier haben wir dieses Proton, aber das wird abgegeben erstmal nur. Wir gucken uns das gleich genau an. Das heißt, wir haben einen Protonendonator. Das kommt aus dem Lateinischen. Donare bedeutet geben, also es gibt Protonen ab. Basen sind auf der anderen Seite dann Stoffe, die Protonen aufnehmen können. Das sind Protonenakzeptoren. Sie akzeptieren dieses Proton. Und jetzt seht ihr schon so ein bisschen, wir haben Säure-Base-Reaktion als Donator-Akzeptor-Prinzip. Das heißt, eine Säure kann das Proton nur abgeben, wenn gleichzeitig eine Base dieses Proton aufnimmt. Dadurch haben wir dieses Problem nicht mehr, dass das H+ irgendwie einzeln vorliegt, denn das wird immer direkt verarbeitet durch eine Base. Das heißt, wir haben immer eine Säure-Base-Reaktion. Wenn eine Säure das abgibt, dann muss es auch einen Stoff geben, der dieses Proton aufnimmt und dadurch ist das dann meine Base. Ja? Wenn ich einen Stoff habe, der ein Proton aufnimmt, dann muss es auch irgendwo einen Stoff geben, der dieses vorher abgegeben hat. Also, wir haben Donator-Akzeptor-Prinzip als Säure-Base-Reaktion. Und was auch ganz einfach nur als Wort ist, damit man nicht immer irgendwie Säure-Base-Reaktion sagen muss, diese Protonenübertragung von einer Säure auf eine Base, die nennt man Protolyse. Das vielleicht ganz kurz zur Benennung, damit wir da jetzt deutlich einfacher reden können. Jetzt fangen wir einfach mal an und schauen uns einfach mal ein paar Beispiele an, wie genau das aussieht. Okay, schauen wir uns das Ganze einmal an. Ja, das sind jetzt ziemlich viele Reaktionsgleichungen, bitte nicht verschrecken lassen, wir gehen sie einfach einzeln Schritt für Schritt durch. Wir fangen oben an. Wir haben eine sogenannte Brønstedt-Säure. Die geben wir immer so als allgemein, wenn es eine allgemeine Säure ist, als HA an. Das H soll verdeutlichen, dass da ein Proton ist, was abgegeben wird. Das A kommt aus dem Englischen für Acid, für Säure. Also das ist die Säure und die lassen wir jetzt einfach mal, geben wir in Wasser. Und da es eine Säure ist, gibt das dann ja schon das Proton ab. Und das passiert jetzt wie folgt, dass dann jetzt dabei das nicht dissoziiert in H+ und A-, sondern das H+, das wechselwirkt jetzt mit dem Wasser und es entsteht ein sogenanntes Oxonium-Ion. Wichtiges Wort, Oxonium-Ion zu H3O+. Und gleichzeitig entsteht das A-, das kennen wir schon, das hatten wir bei Salzsäure, bei Arrhenius, das war das Chlorid-Ion. Ja, das ist hier einfach, das nennt man allgemein Säure-Rest-Ion, auch das ist ein wichtiges Wort. Ja, also hier haben wir die Protonübertragung, wir haben HA als Protonendonator, der gibt das Proton ab an Wasser, der ist das Protonakzeptor und es entsteht Oxonium-Ion und Säure-Rest-Ion. Schauen wir uns das gleich mal mit einer Brønstedt-Base an. Wir nehmen für Brønstedt-Base, nehmen wir B für Base. Das lassen wir mit Wasser reagieren. Ja, das heißt, die Brønstedt-Base will ein Proton aufnehmen, deswegen entsteht hinten HB+. Ja, es nimmt ein Proton auf, das heißt, Wasser muss dann eins abgeben und es entsteht das Hydroxidion OH-. Das kennen wir ja schon. Das heißt, wir sehen jetzt hier Brønstedt-Base, Brønstedt-Säure. Jetzt, was hier sehr bemerkenswert ist, Wasser kann sowohl als Base als auch als Säure reagieren. Und solche Stoffe, die sowohl als Brønstedt-Base als auch als Brønstedt-Säure reagieren können, nennt man Ampholyte. In diesem Fall ist es das Wasser, das ist ein Ampholyt, das kann sowohl Proton aufnehmen als auch abgeben. Ja, jetzt haben wir hier zwei allgemeine Reaktionen nach Brønstedt gesehen.
Und wir haben auch schon gesehen, wie diese Wechselwirkung von dem Proton nämlich ist. Das Proton liegt nicht alleine vor, sondern es reagiert zum Beispiel hier mit Wasser oder wird halt direkt auf das andere Molekül, Atom übertragen. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir hatten ja schon gesagt, Ammoniak ist ein Problem, weil das ja nicht dissoziiert. Wie reagiert das denn mit Wasser, wenn ich Ammoniakgas in Wasser leite? Ja, ich habe ja schon gesagt im letzten Video bei Arrhenius, da entsteht das Hydroxidion, ja, nämlich durch eine Protonenübertragung. Das H2O gibt ein Proton an das Ammoniak NH3 ab. Es entsteht das Hydroxidion und das Ammoniumion, ja, NH4+. Und dadurch kann ich jetzt beschreiben, dass Ammoniak eine Base ist, obwohl es nicht zu OH- dissoziiert. Es bildet sich OH-, das ist das charakteristische Teilchen für Basen bzw. Laugen, aber es entsteht hierdurch eine Protonenübertragung. Genauso kann ich aber jetzt auch im nächsten Beispiel hier eine Säure-Base-Reaktion, also eine Protolyse, eine Protonenübertragung formulieren ohne Wasser. Ja, dann habe ich kein H+ und OH-, was entsteht, sondern ich habe eine direkte Protonenübertragung. Und zwar habe ich das hier formuliert einmal mit Ammoniakgas und Chlorwasserstoffgas. Also etwas, was im Wasser basisch reagieren würde und etwas, was im Wasser sauer reagieren würde. Und hier passiert genau das Gleiche. Wir haben die Protonenübertragung, die Säure gibt das Proton ab und wir haben jetzt hier unser Ammoniumchlorid. Das wäre jetzt ein Feststoff. Das würde sich dann, wenn ich die beiden Gase zusammengebe, würde man so eine weiße Wolke sehen, dass das dann entsteht. Das ist ein Salz, was dann dabei entsteht. Aber ich kann hier jetzt eine Säure-Base-Reaktion, also eine Protolyse, auch formulieren, ohne Wasser. Und wenn ich jetzt das Ganze mir mal anschaue, wir haben hier irgendwie Protonenübertragung hierhin, immer von links nach rechts. Die Base nimmt es auf. Jetzt haben wir hier zum Beispiel hier aber ein HB+. Das HB+ sieht ja zum Beispiel sehr, sehr ähnlich aus wie das HA. Wir haben ja einen Stoff, was ein H übrig hat. Das heißt, theoretisch kann ich auch postulieren, dass diese Reaktionen rückwärts ablaufen. Und in der Tat ist das auch so. Protolysen, also Säure-Base-Reaktionen, diese Protonenübertragungen, sind Gleichgewichtsreaktionen. Das habe ich hier unten mal versucht darzustellen. Wir haben eine Säure, eine Brünnstedt-Säure, eine Brünnstedt-Base und die reagieren erstmal auf der Hinreaktion zu diesem Säure-Restion und hier diesem HB+. Genauso kann es aber auch sein, dass dieses HB+, das Proton wieder abnimmt, das Säure-Restion es aufnimmt und wir wieder hier auf dieser Seite sind. Also wir haben hier wirklich eine Gleichgewichtsreaktion und es bilden sich sogenannte korrespondierenden Säure-Base-Paare. Also nochmal, wir haben korrespondierende Säure-Base-Paare. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass wenn ich eine Säure habe, die sauer reagiert, also das Proton abgibt, das dann zu einer Base wird. Ja, jetzt habe ich hier einen Stoff, der jetzt theoretisch wieder ein Proton aufnehmen könnte. Genauso ist es hier, wenn ich eine Base habe und die nimmt ein Proton auf, dann entsteht dadurch eine sogenannte Säure und ich habe dann auch hier zwei Säure-Base-Paare, die hin und her reagieren können in diesem Gleichgewicht. So, ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Schaut euch das Video nochmal in Ruhe an, die Beispiele alle nochmal in Ruhe durcharbeiten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss.